Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate Dark Alliance. Ja. Noch so 2-3 Streams und wir sollten durch sein. Also durch bin ich sowieso schon, es ist Freitagnachmittag. Eigentlich streame ich Freitagnachmittag so gut wie nie, außer wenn irgendein neues Nintendo-Spiel rauskommt. Aber, ja. Ich habe tatsächlich Lust, etwas zu spielen und bevor ich das spiele, möchte ich das hier durchziehen. Deswegen klingt jetzt so, ach nein, ich will Baldur's Gate alleinseitig gar nicht spielen. Aber so ist es gar nicht. Aber es sind so viele schöne Spiele jetzt wieder da und deswegen müssen wir jetzt hier diese Echsen töten. Und ich denke, 2-3 Streams, dann sollten wir auch durch sein. Ich sage jetzt bewusst 2-3, weil heute werde ich vermutlich, ja, die 2 werden knapp. Ich bin halt echt fertig, es ist Freitag. Gut, Donnerstag war Feiertag, ich soll mich nicht anstellen, ja, ihr habt recht. Aber ich bin die Nacht um 1 Uhr, um 2 Uhr und um 5 Uhr wach geworden. Jeweils für ungefähr 20 Minuten, um 1 Uhr und um 2 Uhr. Because of the cat und 5 Uhr einfach, weil mir unfassbar warm war. Ich glaube, man muss jetzt jeden Abend lüften, sonst stirbt man nachts. Ja, glücklicherweise konnte ich eben nochmal knapp 1,5 Stunden pennen. Und jeder weiß, wenn man direkt vom Aufstehen kommt, dass man da ein bisschen durch ist. Und ja, genau das ist so ungefähr gerade mein Status. Genau, deswegen töten wir jetzt erstmal die Echsen, bevor wir dann zu einem, wenn nicht sogar dem schwersten Boss des Spiels kommen. Da ich da früher schon Probleme zu hatte, hoffe ich, dass wir den kriegen. Denn der teilt Schaden aus, ähnlich wie diese Bergriesen, und ist genauso schnell wie wir. Das macht's nicht gerade. Aber ich will euch noch nicht zu viel spoilern. Ich meine, das Spiel ist 20 Jahre alt. Aber wir haben durchaus noch ein paar Leute, die sich das vielleicht angucken in lauen Sommertagen. Denn ja, bald ist ja die Europameisterschaft und dann wird's richtig, richtig heiß. Aus deutscher Sicht wahrscheinlich nicht, aber nach 3 Spielen Schluss. Nein, so schlimm wahrscheinlich nicht. Hoffen wir es zumindest. Aber naja, dann werden nochmal Samstags- oder Sonntagsstreams ausfallen, wenn es wirklich warm ist. Oder wenn fußballtechnisch irgendwas ist, was interessant ist. Von daher ist es dann auch ganz cool, mal so ein Spiel für den Kanal zu haben, was man dann vorher durchgespielt hat und dann so jede Woche ein bisschen was hochlädt. Das ist ganz nett. Okay. Mal gucken, wie viele. Also ich hätte eigentlich noch ganz gerne ein Level-Up vor dem Boss, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Gegner hier noch kommen. Also wir haben ja schon ungefähr 1 Stunde lang allein in dieser Burg letztes Mal Reptoiden getötet. Und davor war ja dieser riesige Sumpfpfad, wo auch ziemlich viele Reptoiden waren, wenn ihr euch erinnert. Und ja, Reptoiden sind auch Lebewesen. Aber wir hassen sie. Warum, weiß ich nicht. Ach so, ja, stimmt, sind ja irgendwie verrückt geworden. Oder wie war die Story? Aha. Aber ich kann euch schon mal sagen, falls dann in einem Jahr Baldur's Gate Dark Alliance 2 rauskommt, werde ich wahrscheinlich dann auch im Stream durchspielen, wenn es organisatorisch möglich ist. Aber definitiv nicht mehr auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Das ist mir doch ein bisschen zu stressig. Hat auch den Grund, ja, es gibt in Baldur's Gate Dark Alliance 2 Spoiler. Na, was heißt Spoiler, aber einen sehr krassen Barbaren. Aber ansonsten, ich würde da vielleicht auch mal gerne eine andere Klasse spielen. Und ja, ich sag mal so, wie es ist in Baldur's Gate Dark Alliance 2, also in Baldur's Gate Dark Alliance 1, da sind die Helden zwar nicht alle gleich stark, aber sie sind zumindest einigermaßen gebalanced. Okay, das ist eine echt fiese Stelle hier. Das ist in Baldur's Gate Dark Alliance 2 nicht mehr so gut gemacht. Da hat man halt leider einige Helden, die absolut nutzlos sind und ich speichere mal vorsichtshalber. Oh, ich habe nur noch 5 Tränke. Ja, da muss ich eh zurück. Ja, ist im zweiten Teil nicht mehr ganz so gut geworden, leider. Also der zweite Teil ist auch gut, aber ich finde den ersten besser, weil der zweite einfach von den Helden her ja, einfach irgendwie nicht so gut gebalanced ist und das nervt mich so ein bisschen.
So, wir gucken erstmal, was wir so für Items bekommen haben. Einen Bogen könnten wir eventuell auch mal neuen gebrauchen, aber nö. Das Spiel sagt nö. Also gefühlt war ich doch am Ende auch eigentlich... Zurück. Kanzlei, was euch hilft. Einkaufen. Ja, hoffen wir mal, dass die Sachen uns viel Geld bringen. 7 bis 11 und meine hat 8 bis 14. Hm. Wie teuer war nochmal die beste Waffe? Ich glaube, das hier war der beste Bogen. 16 bis 24. Okay, der war doch nicht. 150.000. Ach du Scheiße. Achso, ich brauche ja Tränke. Ja. Sollte das hier in diesem Bosskampf irgendwie nichts werden, weil der zu krass ist auf diesem Schwierigkeitsgrad, habe ich mir auch schon überlegt, eventuell zu beschließen. Ja. Nein, will ich natürlich eigentlich nicht, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich das Spiel früher als Kind, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass ich das Spiel als Kind auf dem leichten Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe früher. Oder meine Erinnerung ist so falsch, weil ich habe das Spiel insgesamt als deutlich leichter in Erinnerung. Aber es kann auch damit zu tun haben, dass ich das früher größtenteils mit meinem Bruder zu zweit gespielt habe. Ist halt 20 Jahre her. Aber als ich das Spiel auf der PS3 nochmal durchgespielt habe, an einem Wochenende, ich glaube auch mit meinem Bruder sogar, da haben wir es halt bewusst auf leicht gespielt, weil wir dachten, okay, wir wollen da schnell durchrushen. Hm, naja. Okay, ich glaube, wir müssen nach Osten gehen, aber wir gucken mal hier im Westen, ob ja auch noch was ist. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass ich total wenig Geld habe. Boah, diese Typen gehen mir so auf den Sack. Ich meine, einerseits ist es gut, dass er von seinen Leuten wegläuft. Dann kann ich ihn problemlos töten. Aber das immer hin und her laufen ist halt auch so ein bisschen... Okay. Die Frage ist, was wird mit den Reptoiden passieren, wenn ich sie alle umgebracht habe? Werden sie wieder zurück ins Innere der Erde gehen? Oder werden sie Angestellte von Microsoft, von Bill Gates? Man weiß es nicht. Sind sie schuld an Corona? Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Es ist alles eine riesige Verschwörung. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Deswegen schieße ich die mal mit dem Bogen ab. Weil die Pfeile müssen wir natürlich auch loswerden. Polstert der Helm plus 1. Ich glaube, wir haben schon einen Kettenhelm, ne? Das ist dann übrigens irgendwann, wenn man die anderen beiden nimmt, doppelt bitter, wenn man einen schweren Helm findet und volles Inventar hat. Erstens, man kann den nicht mitnehmen und verkaufen. Ich glaube, anziehen konnte man ihn sogar, aber man hat... Oder konnte... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier in dem Spiel hier war. Mit der Magierin, ob die einfach nichts tragen konnte und dass man deswegen diese krassen Rüstungen nicht tragen konnte. Oder ob man da irgendwie... von sich aus beschränkt war. Das weiß ich nicht. Achso, ich wollte mich eigentlich wegen den Delays nochmal kurz melden. Ich hatte das jetzt bei anderen Spielen auch. Da hatte ich allerdings noch viel krassere Lags. Deswegen dachte ich kurz, dass es in OBS lag. Aber das war ja so ein klassischer Slowdown. Der wird wohl nicht an OBS liegen. Zumindest hoffe ich das. Jetzt rede ich schon wie krummelig. Ach, diese Effekte damals. War das schon cool. So, ich höre einen Typen, der wirft. Und da hinten ist noch einer. Ja, okay, das liegt tatsächlich an dem Spiel. Vielleicht hat OBS auch irgendwie Probleme mit dieser 4K-Auflösung, bei diesem hochgrafisch anspruchsvollen Spiel mit Raytracing und so.
kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Was ist ja jetzt nicht. Also ich meine, es ist jetzt nicht hässlich, das Spiel. Weil früher hatte das halt 480p, meine ich. Oder wie viel Auflösung hatte die PlayStation 2? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und jetzt hat es halt 4K. Vielleicht hat das da irgendwie Probleme mit. Keine Ahnung. So. Naja, ich glaube. Oh, wir gehen in neuer Eingang oder sowas. Wir haben den Eingang ertötet. Wir haben so viele Echsen getötet. Ich hoffe nur nicht, dass es gleich bei dem Boss leckt, weil. Oh Gott, da graut es mir echt schon vor. Ja, ich würde mich, glaube ich, festlegen, es ist der schwerste Boss des Spiels. Also als Magierin habe ich den ja auch mal gesehen, wie mein Bruder da, als ich schon tot war. Äußere Festung. Es geht dann noch weiter. Ich dachte, der kommt jetzt schon. Also ich glaube, so wie der erste Boss als Melee-Scheiße ist, so ist der Boss, der irgendwann gleich, wahrscheinlich erst in 3 Stunden, wir kloppen hier mal noch weiter, ist da für den Magier der Cancer-Boss. Als Krieger, ja gut, ich könnte die ganze Zeit im Kreis laufen oder einfach verteidigen. Aber das seht ihr gleich, ich will hier erstmal noch die letzten Schnuckis besiegen. Ihr habt ja eben gesehen, wir sind dann doch auf Gold angewiesen. Und solange es irgendwie geht, will ich halt auch nicht bescheißen. Ich könnte bescheißen und mir unendlich viel Geld besorgen. Ich habe es ja schon mal gesehen in einem Stream, aber wenn es irgendwie geht, will ich es ohne Bescheißen durchspielen. Aber es ist schon teilweise echt bockig schwer. So, oh Gott. Man muss hier auch bei dieser Hit-and-Run-Taktik, die ich fahre, immer so ein bisschen aufpassen. Wenn ich da irgendwo hängen bleibe. Ich werde mit einem Bogen beschossen. Gehe, laufe einfach in halber Geschwindigkeit. Und wenn ich dann mit ihm im Kreis rumlaufe, laufe ich doch wieder schnell. Das macht Sinn. Aber meine Waffe haut halt gar nicht mehr rein. Das ist halt, nicht mehr schön mit anzusehen. Oh, der hat mich jetzt. Oh Gott. Kann ich die noch ein bisschen trennen? Separieren? Das Wort separieren? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. So. Den haben wir mal geschockt. Na, komm her. Oh Gott. Ja, also ich muss mich hier echt richtig konzentrieren. Diese Echsen machen halt richtig viel Schaden und ich mache halt gar keinen Schaden mehr. Also zum letzten Kapitel war diese Waffe echt noch top. Aber mittlerweile seht ja, wie viele Schläge ich brauche. Alles über 4 Schläge ist schlecht. Also das bedeutet, meine Waffe ist schlecht. Boah, ja, mach mal. Dieser Eiseffekt ist nicht schlecht. Mein Bogen ist ja mal richtig kacke. Aber das ist wirklich spannend. Das würde ich jetzt echt mal gerne wissen, wann ich diesen Bogen gefunden habe. Das war auch schon bestimmt irgendwie 6 Spielstunden her oder so. Habe ich den nicht noch beim ersten Boss gehabt? Gefunden? Ich glaube, viel mehr Echsen sollten hier eigentlich nicht mehr sein. Oh Gott, 3 Stück. Ja, wir brauchen die XP. Die Frage ist, ob es sich lohnt, die alle zu töten oder ob wir schon weitergehen. Aus unterhaltungstechnischer Sicht wäre es sicherlich schlauer, weiterzugehen, aber. Ich sag's mal so, ich bin arm und habe schlechtes Equip. Also wenn ich jetzt wirklich hier so ein richtig professioneller, cooler YouTuber wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich einfach so schnell wie möglich in das nächste Level. Würde mir dann heimlich Geld erschießen und weiterspielen, aber irgendwie ist mir das auch zu blöd. Ich glaube, das hier ist das Ende der Karte. So, ich sag mal, 30 Echsen vielleicht noch. Da muss ich hoffen, dass ich genug Tränke habe, gleich für diesen sehr trankintensiven Bosskampf.
Da bin ich gespannt, ob der gleich sofort kommt oder... Also, ich meine, die Entwickler werden ja so ein Gespür dafür haben, für ihr Spiel. Und wir haben jetzt ungefähr 1,5 Stunden, also nicht heute, aber insgesamt Echsen getötet jetzt allmählich. Denke ich mir mal... Könnte es das gewesen sein. Hier mal wieder Spinnen töten oder diese Frostwölfe. Oh. Oder irgendwas anderes. Aber was mir auch komisch vorkommt auf diesem Schwierigkeitsgrad oder was auch anders ist als meine Erinnerung zu früher. Früher hatte ich gefühlt, aber wie gesagt, das kann dann mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenhängen, weil ich das eventuell früher auf leicht gespielt habe als Kind. Oder die Erinnerung ist falsch. Also früher hat man definitiv wesentlich mehr Items auch gefunden, sodass man irgendwie auch viel schneller an Gold gekommen ist. Na gut, hoffen wir das Beste. Aber durch diesen krassen Tränkeverbrauch, weil das Spiel so schwer ist, habe ich auch das Gefühl, dass ich nicht so wirklich Geld einnehme. Okay, ich glaube, wir haben jetzt, also nicht alle, ja, aber ziemlich alle Echsen eliminiert, weil hier waren wir schon mal. Und dann hoffe ich, dass dann der Boss direkt kommt und nicht nochmal irgendwie so die innere Burg mit 100.000 Echsen. Es wäre halt vom Spielspaß her geil. Okay, 4 auf einmal. Das ist... Das ist bitter. Okay, 2 kann ich schaffen. Oh, der hatte sogar mehr Geld. Er könnte eine Runde schmeißen. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich heb mir mal die letzten auf. Falls ich irgendwas pullen muss. Also hier müssten noch 2 auf jeden Fall irgendwo lauern. Komm mal her, Schnucki. Komm mal her. Wenn dieser Eiseffekt halt öfter auftreten würde, das wäre nice. Oh. Ja, man muss nur meckern. Sehr schön, okay. Gold, Gold, Gold. Eigentlich ist es hier ein Raubüberfall, was wir machen, oder? Ich meine, aber andererseits, sie sind verrückt und halten uns auf. Wobei, andererseits halten sie uns auch nicht auf, ne? Ich meine, wir könnten an ihnen vorbeigehen. Schnurstracks einfach weiter, aber nein, wir gehen nochmal einen Umweg einfach, um sie nochmal zu dezimieren. Oh, fuck, das sind viele. Dann erstmal hier noch ein bisschen rumlaufen. Ja gut, das sollten die letzten sein. Ah, was heißt das schon? Aber es ist nichts mehr. Oh Gott, ey, die machen so viel Schaden, das ist so widerlich. Eventuell ist es aber auch schlau, was dieser eine Zuschauer irgendwann mal gemeint hatte. Hier mit Schild und Schwert rumzulaufen. Das ist halt nicht mein Spielstil. Was soll ich machen? Bei dem Bosskampf gleich. Eventuell muss ich das machen. Ach, scheiße. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Ich habe eben bei den Waffen gar nicht geguckt, ob da eventuell eine bessere Einhandwaffe dabei war. Das könnte mich noch hinsichtlich des Bosskampfs behindern. Oder habe ich jetzt eventuell mal eine gute Waffe gefunden? 8 bis 18? Nö, nur Müll. So, hier war irgendwo noch so ein Schießer und ja, du kannst deine Brüder ruhig mal töten. Finde ich gut. So, ich würde euch gerne noch trennen. Ihr seid nicht gut für euch. Ja, genau. Mal eben das Timing der Waffe mal wieder so ein bisschen üben. Weil das könnten wir gleich eventuell brauchen. Ja. Komm noch her, Schnucki. Komm her, Schnucki, Putz. Komm her. Also 2-mal kann ich schlagen.
Ah gut, das heißt nicht, dass es beim Boss gleich auch so ist. Und ich glaube, die Magie hier, die kann ich auch gar nicht ablocken. So, wenn alles gut ist... Der geht mal auf den Sack. Wer dich? Oder bleibst du mindestens stehen? Der will mich doch trollen. Okay, ich glaube... Wir haben sie alle ausgemerzt. Sehr schön. Okay, dann beten wir mal, dass jetzt nicht noch eine Ebene mit 100.000 Reptoiden kommen, sondern dass jetzt vielleicht mal der Boss kommt. Aber ich meine, ich bin ja nur außerhalb der Festung. Ne? Eigentlich macht es ja Sinn, dass in der Festung noch mehr Leute sind, weil die Festung ist sicher. Aber wir werden sehen, was dieses Spiel... Vor allem die äußere Festung, da gibt es eine innere bestimmt auch noch. Ich könnte kotzen. Boah, wenn die jetzt Reptoiden sind, dann... Oh ja, natürlich sind hier welche. Ich habe nichts gesagt. Ja, okay. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen... Aber na gut, das Spiel ist halt 20 Jahre alt. Wir wollen nicht zu kritisch sein. Da will ich jetzt aber eigentlich gar nicht hin, weil... Genau deswegen. Oh, das ist doch zum Kotzen. Ich werde von zwei Gegnern beschossen, den einen kann ich nicht blocken. Der andere geht mir auf den Sack. So, geh weg. Genau, flieh in die Richtung. Lauf vor deinen eigenen Menschen. Ja gut, Menschen sind es ja eh nicht. Vor deinen eigenen Männern und Frauen weg. Lauf mir in meine Axt. Damit ich dich töten kann. Immerhin Waffenstern, ein bisschen Geld. Diese Sperrwerfer sind eigentlich, wenn die alleine sind, nicht so die Gefahr, weil die einfach strohdoof sind und ich in den Nahkampf wechsle. Hier ist doch bestimmt eine Sackgasse, oder? Leider nicht. Oh Gott. Was mir gerade erst auffällt, kann es sein, dass diese Magier das Gift unter mir spawnen lassen? Ich dachte mal, das wäre von den toten Leichen. Hm, okay. Frage ist, kann ich mich irgendwo hinstellen, wo die mich nicht umrunden? Nein. Die Antwort ist nein. Na gut, dann... Also die Waffe ist zwar nicht so mehr so gut, weil fortschrittliches Spiel und so... Aber dieser Eiseffekt ist echt schon nicht so übel. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. So, haben wir noch einen Waffenständer. Krummsäbel der Blutung. Wie viele Rückruftränke haben wir noch? 8, okay. Ein Magier. Ich glaube, da ist eine Sackgasse, oder? Nee, leider nicht. Ach, guck mal. Der macht spawnt wirklich das Gift unter mich, wenn er dieses komische Geräusch da macht. Das widerliche Schwein. Allein deswegen lohnt sich's schon. So, jetzt laufen wir in die andere Richtung weg. Ja. Musst du nur noch eingefroren werden? Blutungsschaden, ja, das hätte was. Ja, okay, jetzt ist er bei seinen Buddies. Boah, Alter. Wie soll ich da denn ausweichen? Ja, ich habe deinen Kumpel auch getötet. Jetzt bist du dran. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich an dem Feuer gestorben wäre. Oh, was?
ist denn das für ein Kerl? Der hat ja Ninja-Skills. So, gleich müsste er doch irgendwann mal tot umfallen. Da ist es soweit. Okay, die Karte ist irgendwie unfassbar riesig. Wahrscheinlich laufen wir die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich überlege gerade, ob ich hier einfach mal nicht alle Leute töte. Langsam kann ich diese Echsenmenschen echt nicht mehr sehen. Also da haben die vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Entwickler. Ich habe letztens auch mal so eine Entwicklergeschichte gelesen, wie das Spiel in Entwicklung war. Oh, dass der zweite Teil irgendwie total verspätet rauskam. Dass da irgendwie auch Rechtsstreitigkeiten mit dem Publisher und dem Entwickler gab. Keine schöne Geschichte. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber es lief wohl nicht so ganz rosig. Sollte nämlich eigentlich auch noch ein dritter Teil rauskommen. Wenn man das Ende des zweiten Teils sieht, ich kann ja schon mal so viel verraten. Ich meine, die Story ist jetzt ja hier nicht das Weltbewegende, das Ende ist relativ offen. Dass man sich nicht wundert, dass eigentlich ein dritter Teil geplant war. Aber na gut, Rechtsstreitigkeiten und so, aber wie gesagt, ich kann es auch nicht wiedergeben. Boah, das ist so ein blöder Penner hier. Das ist der Tod. Okay. Was ist das für eine merkwürdige... Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Ja, da vorne ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, da wo es brennt, ist auch Geld, oder? Nee. Eine Streitaxt. Ja, aber ich werde hier nicht alle... Im Moment tendiere ich dazu, nicht alle Gegner zu töten. Weil ich diese Gegnerart irgendwie langsam nicht mehr sehen kann. So, speichern erstmal schnell. Oh Gott. Außen, ja, es wird 100... Ah, da ist schon innen, okay. Dann ist das doch nicht so lang hier gewesen. Ist ja in dem Inneren was. Wollen wir noch? Ich bin nur zwiegespalten. Ich will eigentlich die ganzen Typis hier töten, aber es ist wahrscheinlich mega langweilig, sich das anzugucken. Na gut, wie viel haben wir denn hier noch? Ah, ich glaube. Ja, doch, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Die Hoffnung, dass in der Inneren. Ich meine, es ist ja relativ. Kurz, naja, geht so, aber zumindest nicht so viele widerliche Echsen wie davor. Ich würde mal gerne wieder Gold looten, damit ich sehe, wie viel ich habe. Oh, das ist echt zäh mit dem Geld hier im dritten Kapitel. Also sollte ich jetzt gleich irgendwann sterben, das werde ich dann nicht nochmal wiederholen. Oh, und schneller. Aber wir spielen ehrlich, ja. Natürlich könnte ich bescheißen, wenn ich gleich zu schlechtes Equip habe. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Aber trotzdem bin ich irgendwie zwiegespalten. Frage ist, würde ich bescheißen, wenn ich privat spiele? Ich mache mal einen anderen Spielstand sicherheitshalber. Ich glaube, ich würde bescheißen, ja. Ich bin ganz ehrlich. Ich hatte eben schon gesagt, wenn ich das nochmal spiele, ich will es auch auf leicht spielen. Also, ich lade mich dafür gerne, aber... Bei der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist ja eigentlich nur so, dass ich dann mehr Tränke nehmen muss und öfter im Kreis laufen muss. So, Fridolin, komm mal her. Ja, doch, ich glaube, ich würde... Also, entweder ich würde auf leicht spielen...
wenn ich das nochmal privat spiele. Oder ich würde halt auf normal spielen und mit diesem Geldsheet bescheißen. Zumindest, also nicht so ganz krass, aber zumindest ein bisschen. Gerade so im Endgame hier, um diese ganzen Typen hier nicht alle töten zu müssen. Weil dann besteht ja fast ein Viertel des Spiels daraus, Echsen oder darin Echsen zu töten. Oh, da ist auch noch ein Weg, ey. Wie lang ist das denn hier? Wenn ich denn wenigstens mal ein Item bekommen würde, was sich lohnt, um dafür belohnt zu werden, dass ich hier so viele Gegner töte. Oh, bleib doch stehen, Harald. Harald Junke, kennt man den heutzutage eigentlich noch? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Da gab es früher so ein Sauflied. War wahrscheinlich ein Alkoholiker, keine Ahnung. Ja. Gut, da geht's weiter. Da sollten eigentlich nicht mehr so viele Reptoiden sein. Da können wir auch am Schluss langlaufen. Ich glaube, wenn wir mal so ein paar auslassen, zwei, drei, das... Ich bin auch gerade echt kurz davor, einfach weiterzugehen. Im Zweifel werden wir eh noch Reptoiden töten. Wir gehen mal hier noch lang und dann... Der Feuertyp geht mir auf den Sack. Ist gerade auch nicht so ganz ungefährlich, was ich eigentlich hier mache. Oh, hier ist viel zu wenig Platz. Oh Gott. Also, solange ihr euch aufteilt, ist es sehr angenehm, euch zu töten. Gefallen werdet ihr mir, glaube ich, nicht immer tun. Ja, wir gehen jetzt noch einmal hier lang und dann... Haben wir, glaube ich, fürs Erste erstmal genug von euch getötet. Wenn ich das Spiel nochmal durchspielen will, müsst ihr euch ja bis dahin sowieso regenerieren. Wie ich euch kenne, muss ich in der Festung wahrscheinlich auch noch ganz viele von euch töten. Also von daher ist es, glaube ich, ein fairer Deal, wenn ich euch jetzt mal ein bisschen am Leben lasse. Ja gut, wir gehen jetzt in das Ding rein. Und sollte das irgendwie nicht gehen, weil ich am Ende irgendwie zu beschissenes Equip habe oder kein Geld, dann weiß ich mir zu helfen. Aber beginnen Sie die innere Festung. Hoffen mal, dass hier andere Gegner sind. Ich würde mich zumindest echt freuen. Vielleicht ist hier auch schon der Boss, das weiß ich jetzt nicht. Sieht irgendwie ein bisschen so bossig. Ah ne, da sind noch mehr Echsen. Natürlich. Was auch sonst außer Echsen? Was sagt denn so mein Equip? Mein Equip sagt mir, ich habe 40 Kilo. Oh, das könnte sogar besser sein. 10 bis 14, vielleicht haben wir ein anderes. Ja, keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Was für eine Überraschung. Wir werden von Echsen angegriffen. Oh! Abwechslung! Seht ihr das? Kleine Rattenmenschen haben sich mit den Echsen verbunden. Oh, das ist jetzt fies. Aber wir nutzen mal die Gelegenheit, um nochmal fix zu speichern. Guck mal, das zeigt den Charakter dieser Echsen, ne? Die haben hier die Rattenmenschen versklavt. Um für ihre niederen Pläne zu kämpfen. Oh, hier sind Kisten. Kisten bedeuten immer Loot. So, wir lassen den erstmal vorlaufen. Dann soll er meinetwegen irgendwas hier machen. Ich loote erstmal seine Burg leer. Ring der Intelligenz. Da werden wir nicht brauchen als Zwergi-Boy. Kannst du jetzt mal... So. Hier sind doch bestimmt auch schöne Kisten, oder? Rückruftrank. Hallo Building Detective, ich grüße dich. Na, alles fit bei dir?
Hast du auch Retro-Schmacht oder Baldur's Gate-Schmacht oder guckst du einfach nur so aus Interesse zu? Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest einen schönen Feiertag. Konntest den Brückentag genießen und musstest nicht wie ich arbeiten, wobei ich habe auch nur bis 12 gearbeitet, von daher passt das. Ja, ich habe eben ein bisschen gepennt, 2 Stunden, also weil der Kater mich wach gemacht hat, aber mir geht's insgesamt ganz gut. Freue mich jetzt, dass ich Baldur's Gate weiterspielen kann. Hoffe, dass ich heute zumindest ja, ein bisschen weiterkomme. Und ja, kennst du denn Baldur's Gate oder willst du irgendwas zu dem Spiel wissen? Du kommst aus Sachsen, okay. Insofern normale Woche. Ach stimmt, ihr seid ja alle Heiden. Spaß. Ja, ihr habt ja die manche christlichen Feiertage nicht. Ja, meine Frau kommt aus Sachsen, deswegen weiß ich das auch. Okay, hier bin ich irgendwie falsch. Oder auch nicht. Nee, wenn du irgendwie Fragen zu dem Spiel hast, schieß einfach los. Das Spiel ist halt 20 Jahre alt, kam damals auf der PlayStation 2 raus. Und der Xbox und GameCube. Ist für mich eins der besten PS2-Spiele und ich finde das total geil. Das jetzt mal wieder durchzuzocken. Was sind das für komische Fliegengeräusche? Oh, ich glaube, da ist das der Boss. Nee. Nee, überhaupt nicht. Ja, ich hoffe, ich bin chillig genug für dich. Ich bin zumindest kein Typ, der viel... Ja, wobei, ich schreie manchmal auch rum, aber... nicht bei entspannenden Spielen wie das hier. Wobei, naja, so wirklich entspannt ist es unter Umständen auch nicht hier. Naja, also wenn du irgendwie Fragen zum Spiel hast, kannst du gerne stellen. Zum Beispiel, warum ich so oft rumhüpfe oder im Kreis laufe. Das ist wahrscheinlich für jemanden, der das Spiel nicht kennt, ziemlich verwirrend. Kann ich ja gerade erzählen. Also ich hüpfe rum, weil man dann ungefähr 1,5 Mal so schnell ist. Und im Kreis laufe ich rum, weil es einfach schneller geht, als wenn ich immer blocke und angreife. Das sind so die Kniffs, die man noch von früher kennt. Das freut mich. Gibt auch, glaube ich, schrecklichere Menschen als mich. Zumindest hoffe ich das. Oh Gott. Alter, diese Dinger, die machen so viel Schaden. Schon nicht mehr normal. Ja, ist es denn in Sachsen im Moment richtig warm oder geht's noch? Also wir haben hier so einen Altbau, wo ich und meine Frau wohnen. Oh Gott. Mal gerade schnell weglaufen. Hilfe! Wir haben so einen Altbau und das hat sich jetzt über die letzten Tage hier schon ganz schön erwärmt. Ansonsten glaube ich, dass es eigentlich im Moment nur schwül ist. Achso, und das Spiel ist schon relativ schwierig, wenn man es auf gewissen Schwierigkeitsgraden spielt. Falls du dich hier wunderst, warum ich so ultra vorsichtig spiele. Ja, okay. Bei uns ist glaube ich auch so 26, 27 Grad. Das ist noch okay. Aber wir haben letzte Nacht den Fehler gemacht, dass wir nicht gelüftet haben. Und das merkst du dann halt echt schon. So, ich renne mal eben zurück zum Speicherpunkt, weil das Spiel hier ist noch richtig... Fuck. Nicht die Dinger. Okay, die besiege ich nicht. das sind sehr starke Gegner. Ja, aber das Spiel ist sehr klassisch, das heißt, wenn ich sterbe, lade ich und bin wieder beim Speicherpunkt, deswegen sollte man hier durchaus vorsichtig spielen. Vor allen Dingen als Melee, als kleiner Zwerg. Okay, diese komischen riesigen Bären da, probieren wir mal nicht zu besiegen, wenn es irgendwie geht. Ich will natürlich ihr Loot haben, aber nicht um alles. Ja, ich wäre froh, wenn die Insekten nur Steroide eingenommen hätten. Also die sind wirklich krass. Die töten mich mit einer Attacke. Beziehungsweise, ja, vielleicht auch mit 2, aber... Scheiße, ich habe jetzt ein Problem.
Ich muss hier mal gerade so... Hui, ich hüpfe rum. Gerade hier mich... Stellt euch mal vor, oder stell du dir vor, ich glaube ein anderer ist gerade ähnlich, da wenn man hier so einen Herr-der-Ringe-Film guckt und Gimli hüpft die ganze Zeit um die Gegner rum, einfach um schneller zu sein. Und eine sehr witzige Vorstellung. Gott. Stirb. Ach so, ja, wenn du das Spiel nicht kennst, oben links siehst du meine Balken. Das rote sind meine Hitpoints. Darunter sind die Erfahrungspunkte zum Level-Up. Und darunter ist das Mana, aber ich habe mit diesem Helden hier zumindest im Moment noch keine Attacke, die Mana kostet, außer diesen Sturmangriff, den du vielleicht schon mal gesehen hast. Den hier. Aber den benutze ich nur, um abzuhauen, nicht um Damage zu machen, weil der einfach scheiße ist. Also. Oh, wieder so ein... Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Geh weg. Geht weg. Also hier drei auf einmal zu bekämpfen, das ist schon mutig. Oh Gott. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Na gut, noch 12. Ja, das ist auch so ein bisschen die Kunst, hier die Gegner irgendwie voneinander zu trennen, dass man hier ein bisschen angenehmer... Ach, der ist dahin zurückgelaufen, okay. Kann er machen. Ja, die halten sich nicht an die Abstandsregeln. Die Abstandsregeln gelten nur für Menschen, das sind ja Reptoiden, ist ja logisch. Also, die leben ja auch unter der Erde und da braucht man keinen Abstand halten. Ich frag mich, ob Reptoiden sich impfen lassen. Wahrscheinlich nicht. Komm her, Schnucki. Ja, stimmt. Das ist ein... Ja. Hallo, sind Sie CDU-Wähler? Okay, er ist tot. Er kann mir die Frage nicht beantworten. Ja, stimmt. Du hast recht. Das ist ja unsere Regierung. Okay, jetzt kann ich Baldur's Gate Dark Alliance mit einem ganz anderen... Stern sehen und so. Das heißt, das hier ist jetzt, oh, wie heißt das nochmal? Nicht das Weiße Haus, sondern der Bundestag. So sieht's im Bundestag aus. Okay. Ach, Reptoiden. Und wer sind dann die, die zaubern können? Sind das die Ministerpräsidenten, oder... Einfach mal hier hin. Dann soll der da seine ganzen Magier-Scheiße verschießen. Ich loote ihn erstmal. Ich raube ihn erstmal aus. Die ganzen Steuergelder hier. Aber das ist unrealistisch. Steuergelder sind höher als 60.000. Ja gut, da hast du recht. Da hast du einen Punkt. Das würde eigentlich dagegen sprechen. Ah, guck mal, die laufen ja weg. So viel haben die auch nicht drauf. So, noch ein bisschen Steuergelder hier eintreiben. Ja, das ist wahrscheinlich die geheime Story von Baldur's Gate Dark Alliance. So, ich habe Angst, ich will speichern. Okay, ich kann speichern. Puh. Ich habe schon so viele von diesen... Oh! Frau Merkel. Ihr wagt es hier einzudringen? Das ist das Land meines Volkes. Seth herrscht hier. Mhm. Eure Herrschaft ist zu Ende, Seth. Ich bin hierher gekommen, um euch zu töten. Ich werde einen Speer durch euer Herz. Ja, halt die Fresse. So. Ja, das hier ist der schwerste Boss des Spiels. Weil er ist ultra schnell und das Weghüpfen bringt nichts mehr, so wirklich, also. Deswegen werden wir ihn jetzt... Oh, fuck! Alter, wie viel Schaden macht er denn? Ich wollte gerade sagen. Stimmt! Ja, ich bin tot. Der hat gar keinen Speer dabei. Oh Gott, der Bosskampf ist heftig. Wie viele Tränke habe ich? 18, das wird niemals reichen.
Oh, wir nehmen mal einen Rückruftrank und kaufen uns Sachen. Stimmt, er hat keinen Speer, das ist unlogisch. Ihr seid zurück. Kann Slivers euch... So, Slivers, ich will den Boss erstmal versuchen, ohne Bescheißen zu machen. Eventuell muss ich aber später drauf zurückkommen, das hatte ich eben schon gesagt. Da warst du, glaube ich, noch nicht da. Aber ich will ja auch nicht den ganzen Abend sitzen. Aber du hast ich kaufe mal so ein paar Heiltränke, ne? Achso, ich habe glaube ich auch noch Ringe, oder? Ihr seid zurück. Kanzler. Ja, verkauf mir oder kauf mir bitte meine Ringe ab. So, Mana-Tränke brauche ich nicht. Intelligenz brauche ich auch nicht. Einen Ring brauche ich auch nicht. So. Würde ich mal sagen, wir gehen zurück, speichern. Dann müssen wir irgendwie diesen Boss besiegen. Ich habe keine Ahnung wie, ich bin ganz ehrlich. Weil im Kreislaufen bringt nicht so viel. Ich glaube, ich muss einfach Tränke spammen. Jetzt können wir wieder diesen tiefgreifenden Dialog lauschen. Der über Wochen lang vertont wurde. Eine andere Idee ist, ich könnte eventuell versuchen, um ihn rumzuhalten. Okay, wie soll ich diesen Boss besiegen? Er bringt mich mit einem Schlag um. Ich habe keine Ahnung. Läuft, ja. Kann ich den denn blocken? Ohne zu sterben. Blocken, Trank. Okay, hat schon mal ein paar HP verloren. Okay, ich glaube, das ist meine Taktik. Wir nennen sie die Hit-and-Run-Taktik. Benannt nach Simpsons Hit-and-Run. Einem sehr unterschätzten Videospiel. Oder Trunk-and-Run. Wie viel Schaden der macht mit seinem Speer. So, wir hüpfen im Kreis, bis wir wieder volle HP haben. Ich glaube, das ist gut. Es war mega langweilig, aber... Ich glaube, eine andere Möglichkeit, ihn zu besiegen, habe ich nicht. Oder hast du eine Idee? Ich habe jetzt keine. Wir machen das so. Ich muss halt nur mega aufpassen. Ich glaube, ich schlage ihn jetzt immer nur zweimal. Oh, ist das ein ätzender Scheißkampf. Ah, meine Nase juckt. Wir laufen im Kreis und nehmen einen Trank. Und das machen wir ungefähr 47 Mal. Ich glaube, so ist effektiver, oder? Ja, wir machen das so. Don't touch your running system. Du meinst eher a jumping system. Oh Gott, ey. Ich glaube... Wir machen das so mit dem Springen und dann einmal schlagen und hoffen, dass wir überleben. Ja, das ist die neue Meta von Baldur's Gate Dark Alliance. Die Jumping Hit and Run Meta. Aber die Musik ist schön. Also für damalige Verhältnisse? Oh Gott. Ist mal ein bisschen anstrengend vielleicht. Und man muss sich richtig krass konzentrieren, aber... Das kann doch nicht so gewollt worden sein von den Entwicklern, dass man das so macht, oder? Ich meine, wie soll man das als Magierin schaffen? Wenn ich nicht vor dem lande mit dem Hüpfen, dann kann ich sogar ohne Damage zu kriegen dadurch. Oh Gott, der ist so schnell. Es ist so anstrengend, die ganze Zeit die Sprungtaste zu drücken. Zum Glück hat unser Zwerg eine ausgezeichnete Kondition.
Hier wäre eine Waffe mit Blutungsschaden geil. Ach, und diese Käfer, vor denen ich eben weggelaufen bin übrigens. Die hätten fast genauso viel ausgehalten wie der, also... Gleich ist dieser zum Glück überhaupt nicht anstrengende Kampf vorbei. Ich glaube, ohne Hüpfen könnte man den gar nicht schaffen. Er ist tot. Meine Fresse. Okay, was... Alter Schwede, ist das ein Dreckskampf, ey. Ich will nicht wissen, wie viele Tränke ich benutzt habe. Nee, gegen die beiden kämpfe ich nicht. Ist mir zu anstrengend. Verrotteten Sumpf betreten, oh Gott. Nee, wir speichern erstmal. Ich weiß nicht, was gleich passiert. Wir speichern erstmal. Und dann gucken wir mal, ob der uns irgendwas gedroppt hat, was denn nicht vollkommen nutzlos ist. 4 bis 26. Nö, ist nutzlos. Aber wir können es für 3000 Gold verkaufen. Dann haben wir ungefähr die Kosten... der Tränke wieder drin. Ich habe nur noch 12 Tränke. Kranker Scheiß. Ich weiß nicht, was nach diesem Bosskampf jetzt passiert, ob ich da direkt einen Händler habe, deswegen... wie mache ich einen Rückruftrank? Kann ich die hier nicht benutzen? Ach so, hier. Deswegen nehme ich mir mal einen Rückruftrank und kaufe mir mal eben Tränke. Ihr seid... Slivers kennt den Sumpf. Hört die Strömungen, hört das Tosen. Verkaufen. Erstmal diese wunderschönen Waffen, die zwar viel wert sind. Und diesen einen Dialog, den fand ich ganz interessant. Würde ich mal gerne wissen, was der sagt, wenn ich sage, ich möchte mich ausruhen. Raubt er mich wahrscheinlich aus, oder? Wir speichern mal. Seid ihr schon im Tempel gewesen? Habt ihr Wache? Ich werde Wache stehen. Heilt er mich denn? Habe ich jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Lol. Seid ihr schon im Tempel gewesen? Nee. Ich dachte gerade, ich hätte dafür jetzt Erfahrungspunkte bekommen, dass ich mit dem rede. Das wäre natürlich ziemlich nice. Okay. Dann gehen wir mal in den verrotteten Sumpf. Klingt doch romantisch. Boah, es ist hier so warm in dem Zimmer. Mal gucken, wie lange ich noch durchhalte. Oh, mal keine Reptoiden. Müsste ich die Streambezeichnung eigentlich? Ich glaube, der hat mich aber nur geheilt. Ich glaube, der hat mir keine Erfahrungspunkte gegeben. Oder hast du den grünen Balken angeguckt und der war später höher oder so? Oder voller? Also ich glaube, der hat mir nichts gegeben, erfahrungsmäßig. Ja, ja, wir gucken mal. Endlich mal andere Gegner, keine Echsen mehr. Na, Zombies sind jetzt auch nicht so sexy, aber... Das wäre geil. Ja, du kannst in dem Spiel hier relativ leicht bescheißen. Ich hätte es eigentlich eben mal zeigen können, wenn dich das interessiert. Du brauchst nur einen Händler und einen Speicherstand in der Nähe, dann kannst du speichern... alle deine Sachen ablegen. Also du brauchst zwei Speicherstände, ne? Also du machst zwei Speicherstände. Speicherstand 1 und 2. Dann gehst du mit dem ersten Speicherstand dahin, legst alle deine Klamotten ab, sagst, ich möchte den Charakter aus dem zweiten Speicherstand importieren. Dann machst du das und dann liegen da noch alle deine Klamotten vom ersten Speicherpunkt. Und die kannst du dann aufheben und verkaufen. Das wär, hätte ich jetzt auch in der Not gemacht, hätte ich den Boss nicht geschafft. Dann hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie das beste Equip gekauft, aber... Ich will es halt, wenn es irgendwie geht, ohne Bescheißen durchschaffen, aber... Es ist schon nicht so einfach, das Spiel. Sieht wahrscheinlich ultra einfach aus, aber... Ich spiele es auch relativ vorsichtig, von daher. Ja, der Entwickler war sehr kreativ. Also wahrscheinlich überhaupt nicht getestet. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das im Zweifel... Also es gibt noch einen Nachfolger von dem Spiel hier. Der hat den unfassbar innovativen Namen Baldur's Gate Dark Alliance 2.
glaube ich, 3 Jahre später rausgekommen für die PS2. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob das da auch ging. Keine Ahnung. Ja, wir töten erstmal die Zombies hier. Eine entspannte Sache, wenn man weghüpft oder im Kreis läuft. Muss man sich... Also die machen auch schon Schaden, man muss ein bisschen konzentriert sein, aber nicht so krass wie bei dem Boss eben. Ach, Zombies sind schön. Die sind so schön langsam. Die geben viele Erfahrungspunkte. Ich mag Zombies. Außer diesen komischen Zombie-Film mit Michael Schweighöfer. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht sogar schon gesehen hast. Gibt's bei Netflix. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Aber der Film war... Naja. Da wird ja anscheinend Michael Schweighöfer für seine Rolle im Ausland sehr gefeiert, aber... Da habe ich schon deutlich bessere Zombie-Filme gesehen. Ja, gute Gegenfrage. Das Problem ist, also ich wette, wenn man die Medien verfolgen würde, also die... Das klingt so komisch, die Medien. Ich gucke ja auch Medien, aber jetzt nicht die Medien. Ich wusste nicht, dass Michael Schweighöfer bei dem Film mitmacht. Ich habe den halt geguckt und auf einmal war da so die Stimme von Michael Schweighöfer und so ein blonder Schauspieler. Ich dachte, hä? Macht Michael Schweighöfer da mit? Dachte ich mir so, hä? Ich war ultra verwirrt. Hab das dann gegoogelt und... Ja, es ist tatsächlich Michael Schweighöfer. Dann konnte ich den Film irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Wenn man das bei einem Zombie-Film überhaupt kann. Muss man eben was trinken. Der Kormlech trinkt so viele Tränke. Also der Zwerg hier, muss ich auch mal was trinken. Ja, Netflix-Filme mit Schweighöfer. Was ist aus dieser Welt geworden? So, okay. Ja, da war nichts außer Erfahrungspunkte. Aber sei es drum, wir machen einfach weiter. Ja, danke für den Follow. Wilding Detective. Vielen lieben Dank, du bist jetzt auch ein Gentle Idiot. Und falls du dich fragst, was das ist, so heißt der YouTube-Kanal, den ich zusammen mit 2 anderen Idioten betreibe. Ja, du bist jetzt auch ein Idiot. Diese Zombies haben irgendwas Beruhigendes. Ich bin jetzt total entspannt gerade. Eben bei diesen Echsenmenschen, da musste man sich immer so richtig konzentrieren. Ich muss gerade echt so ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu Larifari spiele. Wie so ein WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein gerade. Nichts gegen Liechtenstein. Ah, ja. Ah, das machen die bestimmt auch. Na gut, die haben sich nichts dabei gedacht. Also heutzutage, wenn jetzt... Oh, da ist noch einer. Wenn man so ein Spiel entwickelt, denkt man sich, ja, jetzt gab es viel Action, jetzt muss eine ruhigere Phase kommen mit Rätseln und Geschichten. Und dann kommt wieder Musik und dann kommen wieder Gegner. Ich glaube, früher hat man so noch nicht gedacht. Mindestens diese Entwickler nicht. Wieso habe ich auf einmal so wenig AP? Das macht mir doch ein bisschen Angst. Ah. Kannst du nicht endlich sterben? Ja. An den Teil des Spiels kann ich mich auch relativ wenig erinnern, also... Was ich gleich... Ja, das ist halt gerade das Problem. Ich muss mich gerade so ein bisschen... Also jetzt ist so diese Spannung von mir auch abgefallen. Jogi Löw würde sagen, ja, mental schwierige Situation. Ja, aber trotzdem muss ich mich konzentrieren. Ich weiß auch nicht mehr, was jetzt hier so passiert. Also ich weiß noch, was im Endgame passiert. Und da spielen wir jetzt so langsam drauf hin. Also da kommen wir in so einen komischen Turm. Deswegen auch die Stream-Beschreibung. Dieser ganze Turm habe ich als übelst Hardcore in Erinnerung. Aber an den Part hier gerade...
kann ich mich nicht mehr so wirklich erinnern. Was nicht unbedingt für diesen Part hier spricht. Ja, doch, die hauen schon rein, also. Oh, es werden vor allen Dingen immer mehr. Ja. Widerlich. Wenn man das Spiel hier durchspielt, gibt es auch so einen richtig krassen Hardcore-Modus. Der ist wirklich übel. Also ich spiele im Moment auf dem Schwierigkeitsgrad normal übrigens. Es gibt noch leicht und schwer. Und ja, diesen anderen Schwierigkeitsgrad, den ich nicht weiß, wie der heißt. Und sowohl schwer als auch diesen anderen Schwierigkeitsgrad, das würde ich mir niemals antun. Womit werfen die überhaupt? Das ist die Frage. Oh, das sieht fett aus. Womit wirft er? Mit seinem Kot? Na, womit er auch immer wirft, das macht ganz schön viel Schaden. Bist du denn sonst jemand, der sich auch gerne so Hack'n'Slays mal auch selber antut, oder? Ist das so ein Genre, was du eigentlich eher nicht so gerne zockst oder guckst? So, stirb. Stirb. Okay. Aber wir sind kurz vor einem Level up. Das. Oh. Krasser. Delay oder, keine Ahnung, Frame-Anbruch. Jetzt könnte... Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt könnte man wieder an den Speicherpunkt kommen und genau da ist einer. Das macht bestimmt noch richtig viel Spaß. Was bist du für einer? Machst du viel Schaden? Okay, du machst viel Schaden, das ist scheiße. Vor allen Dingen bist du schnell, das gefällt mir nicht. Okay, an die kann ich mich nicht mehr erinnern, deswegen... Alter! Diese Geräusche sind richtig schlecht. Ich laufe da einfach durch. Ist mir scheißegal. Ich laufe da einfach durch. Die sind mir zu stark. Scheiß was auf Erfahrungspunkte. Die Frage ist, wo ist der richtige Weg? Wie riesig ist denn das hier? Soll ich die alle besiegen? Leck mich am Arsch. Ja, okay. Wobei, den sollte ich vielleicht besiegen. Soll ich den besiegen? Problem ist, ich werde den nicht Emily können. Ne, ich besiege ihn nicht. Ist mir zu anstrengend. Ja, also man muss halt auch die Zeit finden da zum Zocken. Ne? Das wird dann immer schwieriger, wenn man älter wird, ja. Vor allen Dingen, was bei mir auch... Oder was ich auch sagen kann, also ich zocke gerne. Aber früher, als man jünger war... Das klingt jetzt komisch, aber... Da hat einem das Zocken nicht so viel ausgemacht. Wenn ich jetzt 2 Stunden zocke oder 3, merke ich halt schon, dass es anstrengend war manchmal bei so einem Spiel wie dem hier, wo man sich zum Beispiel konzentrieren muss. Okay, die können wiederum nichts. Ist dann so die Sache, ne? Also diese Zock-Sessions von früher, ich glaube so eine LAN-Party, die letzte habe ich, also eine richtig klassische LAN-Party habe ich mal vor, ja, ich sag mal 2018 ungefähr gemacht. Ja, das kommt, glaube ich, hin. Vor der Hochzeit, ja.
Und ich war danach so fertig, also, boah. Es ging halt irgendwie morgens los mit einem Matt-Frühstück und dann haben wir am PC irgendwelche Spiele gespielt. Und ich bin dann auch als erster gefahren, also, weil ich einfach, es war dann irgendwie, keine Ahnung, 11 oder 12 Uhr abends. Die anderen haben wohl noch bis tief in die Nacht gezockt, aber ich hatte halt so krasse Kopfschmerzen und ich war so müde und ich dachte mir, ja, ich muss jetzt hier nicht den starken Hannes machen. Ich fahre jetzt, ich denke, 12 Stunden zocken. Ja, es reicht. Ja, Zeit ist halt immer so. Ich meine, hast du Familie oder arbeitest du viel oder? Ich sag mal so, unter der Woche zocke ich meistens, wenn überhaupt. Habe ich auch nur so eine Zeitspanne von einer Stunde, ne? Das meiste ist dann eher so am Wochenende. Okay, das sind ein paar viele, das macht mir Angst. Aber das Gute ist, und das wird jetzt jeder etwas Ältere wahrscheinlich sagen, wenn man mal ganz ehrlich ist, diese Hochzeiten des Zockens sind im Moment zumindest so ein bisschen vorbei aus meiner Sicht. So die PlayStation 2, Anfang PS3-Zeit. Oder meinetwegen, wenn man noch eher geht, Super Nintendo, PlayStation 1. Da hatte man halt pro Konsolengeneration immer einen riesigen Sprung. Alles war geil, jedes AAA-Spiel war gut, fast nichts hat gefloppt. Gut, das stimmt jetzt vielleicht nicht, dazu stehe ich ja. Ach, was macht ihr denn? Aber... Wenn man jetzt mal guckt, also konkretes Beispiel von mir. Ich habe mich riesig auf Biomutant und auf Cyberpunk gefreut. Und beide Spiele sind verbuggt und scheinbar scheiße. Ich habe sie nicht gespielt, aber das war halt so die Sache, ne? Und deswegen denke ich mir auch so, ja, gute Zeit, die ich mir ausgewählt habe zum Zocken. Vollzeitjob und nebenbei dann noch ein paar Twitch-Channels, bei denen man immer wieder vorbeischaut. Achso, du bist so ein richtig aktiver Zuschauer. Ja, ich gucke meistens wenn abends dann so vorm Schlafen gehen. Wenn ich irgendeinen Streamer gucke. Nee, aber weiß ich nicht. Also, ich bin im Moment. Was Spiele angeht, früher habe ich mir immer Spiele vorbestellt und ich habe mich richtig darauf gefreut. Über so ein Cyberpunk oder so ein Biomutant hätte ich mich richtig gefreut. Hätte mir beide vorbestellt. Und jetzt denke ich mir immer so: Na, warte erstmal ab. Bei Biomutant. Ah, okay. Bei Biomutant. Da habe ich mir nach dieser Verschiebung schon gedacht, okay, das Spiel wird floppen. Das war so mein erster Gedanke. Ich dachte, okay, scheiße, brauchst du dir nicht kaufen. Und so ist es dann ja leider auch. Vielleicht gucke ich mir Biomutant irgendwann nochmal an. Ja, das ist halt leider mittlerweile echt die bessere Entscheidung, die du da triffst. Und mach es halt auch, ne? Ich freue mich jetzt auf Dark Alliance ziemlich. Das ist halt, ja, im Prinzip so der geistige Nachfolger von diesem Spiel hier. Das ist halt auch im Game Pass drin. Aber ansonsten, ich mach's meistens so, ich habe jetzt den Xbox Game Pass, ohne Werbung dafür machen zu wollen. Ich bin also vor dieser Konsolengeneration von PlayStation zu Xbox gewechselt. Ich, widerlicher Verräter. Und ich spiele dann halt im Stream, wenn ich streame, so Sachen, wo ich... Also mein Zocken besteht eigentlich im Moment aus unter der Woche entspannt Game Pass. So eine Stunde im Durchschnitt, manchmal halt keine, manchmal so anderthalb. Dann am Samstag streame ich immer meistens, worauf ich Bock hab. Ohne Rücksicht auf Verluste und scheiß was auf Zuschauer so ungefähr. Was jetzt nicht unbedingt schlau ist, aber ich mach's halt. Und sonntags mache ich immer irgendwelche Multiplayer-Sachen. Und montags dann halt auch mit den anderen beiden zusammen. Ja, Indie-Titel. Ich hab... oh, wie hieß dieses Spiel? Rain on Your Parade. Ist jetzt nichts, was ich für YouTube oder Twitch spielen würde, aber ich hab das halt privat gespielt. Und das war so ein Spiel... Das war jetzt nicht so hochwertig... Aber das hat mich zum Grinsen gebracht. Da spielst du halt so eine Wolke und musst Leute so voll regnen. Und das war einfach unfassbar entspannt, das zu spielen. Gut, es war im Game Pass drin und ich würde es mir niemals für 20 Euro kaufen, weil das ist es echt, glaube ich, nicht wert. Aber das war echt ein schönes Spiel. Also Indie-Spiele spiele ich auch sehr gerne. Von manchen wird man halt auch enttäuscht. Aber das ist okay. Das ist ja auch dieses Geile, wenn du diesen Game Pass hast. Ich weiß nicht, ob du den auch hast, aber ich habe da zum Beispiel Narita Boy heißt das gespielt. Das ist so ein 80er-Jahre-Retro-Spiel mit so richtig, richtig geiler Musik.
Aber spieltechnisch ist es halt so, nee. Und wenn du diesen Game Pass hast, dann lädst du es dir einfach runter und spielst es. Und wenn es scheiße ist, dann ja. Ja, who cares? Deinstallieren, nächstes Spiel. Und das ist so. Das ist schön. Da kann man auch mal ganz entspannt Sachen spielen. Und weil jetzt, wenn ich. Oder wenn ich an früher denke, sowas wie Rain on Your Parade, hätte ich erstmal 20 Euro investieren müssen. Und da denke ich mir so, nee. Hätte ich das mir dann geholt? Wahrscheinlich nicht. Und ja, Indie-Games sind schon cool. Manchmal ist es ein bisschen nervig, dass so jedes Spiel mittlerweile auf diesen Pixel-Look gehen will, aber. Ja. Ist okay. Das sind ja so diese Trends, ne? Pixel-Look, Open World und. Habe ich noch was vergessen? Außer Remakes. Pixel-Look, Open World, Remakes. Ja, und Indie. Ja, also klar, ich gebe dafür auch gerne Geld aus, nur ich habe halt, wenn ich diesen Game Pass habe, nicht dieses Risiko, dass mir das eventuell nicht gefällt. Und welches Spiel hattest du empfohlen? Also hier droppen jetzt gerade relativ viele Items. Ich finde einen richtig guten Indie-Titel. Crosscode. Was ist denn das, Crosscode? Sagt mir gar nichts. Satisfactory, das habe ich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ist jetzt nicht so mein Genre, aber ich will auch mal dieses eine Spiel da spielen, wo man diese, ich glaube, Dorfromantik heißt das. Das ist jetzt nichts für den Stream, aber das würde ich zumindest mal gerne anspielen. Das stelle ich mir auch total entspannt vor. Aber wahrscheinlich auch schon zu entspannt. Aber es gibt auch manche Indie-Spiele, wie zum Beispiel The Tourist. Das wurde ja mega gehypt. Ich kann den Reiz dahinter so ein bisschen verstehen, weil das halt einfach so ein unfassbares Schildspiel ist. Aber ich habe nach zwei Drittel des Spiels habe ich einfach gedacht, boah, nee, das ist mir zu langweilig. Ist halt immer so, ich meine, letztlich, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, sind Videospiele ja so ein bisschen wie Kunst, ne? Der eine denkt sich dann, das ist totaler Scheiß, und der andere denkt sich, oh geil, und ja. Ist doch perfekt, jeder hat so seins. Seine Genres, seine Spiele, und man kann eh nicht alles spielen und alles gefallen. Nein, sowieso nicht. Oh, Levelaufstieg, das muss ich mal eben kurz konzentrieren. Ich würde eigentlich gerne die beiden hier skillen, weil das so die besten Sachen sind. Also einmal Crit und das andere. Da hätten wir noch 4 Punkte übrig. Ja, das machen wir auch. Kampfreflex natürlich auch nice. Ah, die ist eigentlich schon okay. Wir nehmen mal, was hatte ich gesagt? Die beiden habe ich noch 4 übrig. Regenerationsfähigkeit, Abhärtung. Ja, los, Trefferpunkte. Kann auch nicht schaden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Scheiße. Was ist das denn für... Achso, da auch wieder so ein Gegner hier. Oder ist ein Speicherpunkt. Jetzt nicht doof sterben und nicht gierig zum Speicherpunkt laufen. Ganz entspannt bleiben. Ja, Indie-Titel sind schon... Aber... Achso, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich finde diese ganzen Trends... Und diese ganzen, floppenden AAA-Titel... heißen für mich, auch wenn das niemand sagen würde, dass diese Videospielbranche im Moment schon so ein bisschen so eine Mini-Krise ist. Na gut, ich habe jetzt die Xbox Series S, ich habe mir die geholt, weil ich wegen diesem Game Pass jetzt wechseln wollte zu Microsoft. Gut, ich hätte auch auf PC spielen können, ja, aber wenn man so ganz ehrlich ist, eigentlich lohnt sich Next-Gen-Konsole noch überhaupt nicht. Und ob das in den nächsten 2 Jahren auch noch so ist, oder... Ich meine, was kommt denn raus für einen AAA-Titel, der sich für so eine Konsole lohnt? Ich lese mal gerade eine Nachricht währenddessen kurz. Crosspad Action RPG, okay. Das sieht eigentlich ganz nett aus, was du da geschrieben hast. Crosscode muss ich mir mal jetzt mal angucken. Auch hier sind Medium. Das ist so ein Xbox-exklusives Horrorspiel. Naja, Horror in Anführungszeichen.
fand ich halt auch mega langweilig. Also irgendwie gab es jetzt noch kein Next-Gen-Spiel, wo ich mir richtig gedacht habe, so, das ist geil. Dafür hole ich mir eine neue Konsole. Also jetzt Xbox und PlayStation bezogen. Ich glaube, das wird auch noch ein Jahr so bleiben. Klar, irgendwann wird Final Fantasy kommen und jetzt ist die E3, da werden wahrscheinlich ein paar Sachen angekündigt. Aber irgendwie verstehe ich nicht, wieso jetzt alle so danach gaffen, sich unbedingt die PS5 kaufen zu wollen. Ja, VR. Ich glaube, VR ist schon geil. Also ich habe das bei meinem Bruder gespielt, der hat Gran Turismo Sports. Das war schon mega nice. Also mir ist auch ein bisschen schlecht dabei geworden, muss ich zugeben. Aber ich glaube, daran kann man sich auch gewöhnen. Viele von euch Gegnern sind denn hier eigentlich? Oh, drei auf einmal, das könnte schwierig werden. Aber zum Glück sind die langsam. Also ich bleib dabei, diese Echsendinger. Ich kann ja einfach fast einfach nur schlagen. Die sind auch irgendwie gar nicht so gut, die Gegner hier. Ja, keine Ahnung, was der nächste Gaming-Trend ist, aber ich kann halt manche Sachen wie jetzt Open World zum Beispiel überhaupt nicht mehr sehen. Ich habe früher nur für PS3 und anfangs PS4-Zeiten wirklich gerne Open-World-Spiele wie Assassin's Creed oder sowas gespielt. Aber ich kann es einfach nicht mehr sehen, diese Ubisoft-Open-World-Spiele, wo du immer das Gleiche machst. Immer das Gleiche über 100 Stunden. Wenn ich jetzt sowas spielen müsste, ich glaube, ich würde mich übergeben. Was eigentlich schade ist, weil ich mag Assassin's Creed total gerne an sich eigentlich. Ja, Gaming-Konsolen, PC. Ich glaube, so das nächste große Ding wird dann das Gaming-Streaming sein. Ich bin im Moment in so einer Beta drin. Ich weiß nicht, ob da jeder drin ist oder nur Ausgewählte. Von Xbox Cloud Gaming, wo du halt Zugriff auf deine Xbox Game Pass-Spiele hast. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung dafür machen. Ich werde ja auch nicht bezahlt, aber wo wir gerade drüber sprechen. Und dieses Xbox Cloud Gaming funktioniert schon relativ gut. Also ich hatte jetzt eigentlich nur, ich habe mal meinen alten Laptop genommen. Muss sagen, bis auf Formel 1, wo ich dann so ein Mini-Delay hatte und dann war ich in der Wand, hat eigentlich fast jedes Spiel über Cloud Gaming ganz gut funktioniert. Also ja gut, Nintendo mit den Exklusivtiteln, das ist klar. Ne? Ich bin ja auch Nintendo-Fanboy, also streame relativ viel Nintendo-Zeugs. Pokémon. Ich muss nur Pokémon und Mario sagen, das sind wahrscheinlich die beiden größten Franchises der Welt. Ja. Ja, so Nintendo gibt's relativ viel. Bei mir und auch auf YouTube bei unserem Kanal. Bin halt mit Nintendo groß geworden, dann irgendwann als cooler Jugendlicher habe ich halt PS2 und PS3 gespielt und jetzt spiele ich am liebsten eigentlich Indie-Spiele, Retro- und Nintendo-Zeugs. Ja, Cloud-Gaming ist die Zukunft. Und ich glaube auch Holographie. Vielleicht wird irgendwann auch Holographie so ein Thema fürs Gaming, dass du dann irgendwie so Mario vor dir projiziert hast. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hätte zwar selber keine Spieleidee, was man da machen könnte mit Holographie. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann in 10, 20 Jahren vielleicht mal so ein Trend wird, erst in der Gaming-Branche und dann, keine Ahnung. Das könnte ich mir bei Nintendo sogar sehr gut vorstellen, dass du dann irgendwie so ein mobiles Gerät hast, dann projizierst du da irgendwie Mario Partys oder so dahin. Ich hätte Bock drauf. Was ich aber auch irgendwie gut finde, dass sich dieses 3D nicht so durchgesetzt hat mit dem 3DS und so, da war ich nie so eine riesige Fan von. Da hat man ja nach diesem Avatar-Film gedacht, okay, jetzt kommt die riesige 3D-Welle, dann gab es noch so 3D-Fernseher zu kaufen, die so mehr schlecht als recht funktioniert haben. Aber Cloud Gaming, ja, da bin ich ganz bei dir.
Auch für die Arbeitswelt. Ja, also der 3DS an sich war okay, aber ich war nie so ein Fan dieser 3D-Technologie. Irgendwie kann ich damit nichts anfangen. Ich weiß auch nicht. Ich könnte mal echt eine neue Waffe gebrauchen. Die hier macht echt keinen Damage. Ich glaube, die nächste, die ich mir kaufen will, kostet irgendwie 130.000. Uff. Ja, wir können gespannt sein. Mich würde auch mal echt total gerne interessieren, aber das wird man wahrscheinlich niemals rausfinden, was genau dieser Kooperationsvertrag zwischen Microsoft und Nintendo ist. Weil die haben jetzt ja manche Spiele, die Nintendo-exklusiv waren, auf der Xbox rausgebracht. Also Octopath Traveler, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da noch ein anderes dabei war. Und dann hat Microsoft ja Cuphead veröffentlichen lassen. Dann irgendwann später auch auf der PS4, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Aber ja, was da so der Deal ist, weil Nintendo hat jetzt ja auch ihre Online-Server deutlich verbessert. Ich war echt überrascht, wie gut jetzt Mario Party Online läuft. Früher war das ja immer so ein Witz eher mit Nintendo und Online-Gaming, aber... Oh, was ist hier? Das sieht gefährlich aus. Ich speichere mal. Wir dürfen gespannt sein. Okay, da geht's sogar weiter. Ich würde mal fast vorschlagen, wir kloppen erstmal noch Leute, bevor wir da runtergehen. Die Gegner hier kann man nämlich ziemlich entspannt töten. Die können nichts. Und dadurch, dass ich diese Sumpfwesen ausgelassen habe, habe ich so ein Gefühl, ich müsste mal noch hier so ein bisschen Sachen töten. Viele sind hier wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, was du schreibst, diese Verwandlung der Konsolen, das wird ja bald, also bald ist ja auch eine Nintendo Direct und gerüchteweise, ich kann diese Gerüchte eigentlich nicht mehr hören. Kommt ja auch bald die sogenannte Switch Pro oder wie sie auch immer heißt, raus. Da habe ich einen sehr interessanten Kommentar gelesen in einem Podcast oder gehört, besser gesagt, gelesen in einem Podcast. Und den finde ich so schlau und so richtig. Da geht es da in die Richtung, dass wenn Nintendo schlau wäre, dass sie jetzt den oder die Switch jetzt nicht durch eine andere Konsole ersetzen, sondern das ähnlich wie beim iPhone machen, dass sie jetzt alle 3-4 Jahre oder alle 2 Jahre einfach eine neue Switch rausbringen. Und dann heißt die Switch 1, Switch 2 und wenn du die Switch 3 hast, kannst du, oder wenn du die Switch 1 hast, kannst du meinetwegen bis Switch 3 Videospiele spielen und so weiter und so fort. Wie das halt bei, ist es iOS? Nee, iOS heißt es nicht. Ah, du weißt, glaube ich, was ich meine. Das war so ein Kommentar und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Oder sind auch noch Leute. Das wäre halt mega schlau, weil jeder Typ wird sich dann irgendwann alle paar Jahre mal immer wieder eine neue Switch holen, wie halt ein iPhone auch. Ich glaube, das könnte man schon ein paar Jahre durchziehen. Klar, du hättest dann nicht mehr dieses typische Nintendo immer Innovation, deswegen wird das auch nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, aber das wäre halt mega schlau aus wirtschaftlicher Sicht, das so zu machen. Aber es wird eh nicht so passieren. So, wir reden mal hier, dann kann ich auch wieder ein bisschen Wasser trinken. Eure Stärke ist groß. Viele eurer Feinde sind tot. Euch anzugreifen, dies ist die Tür zur Welt des Wassers, wo Luft, Erde, ja alles Wasser ist. Schamanen der Menschen nennen die Welt des Wassers die Wasserebene. Sie führt zu einer Elementarebene. Wie soll man auf diesem Weg in den Onyx-Turm gelangen? Im Turm gibt es eine Tür zur Wasserebene. Wasserebene. Es gibt eine Tür zur Wasserebene. Ihr geht durch die eine Tür und dann durch die andere. Aber wenn jenseits des Tors nur Wasser ist, wie soll man dann dort atmen? Slyvas verfügt über Magie. Magie, die euch für kurze Zeit wie Fisch sein lässt. Hält lange genug, damit ihr den Turm erreicht. Nicht, um aus Turm zu entkommen. Ihr müsst Turm zerstören.
und anderen Weg nach draußen finden. Wunderbar, klingt unmöglich, aber gehen wir es an. Ja, ich bin auch nicht so der Handy-Nerd, der gibt's jedes Jahr ein neues Handy, braucht man ein anderes, hatte ich 4 Jahre, aber wir sind halt nicht die Zielgruppe wahrscheinlich. Oh, ich schlaf noch mal ein bisschen. Habe ich jetzt XP bekommen? Nee. Okay, wir handeln noch mal mit dem Typen. Seid ihr bereit? Turm wartet auf. Kann ich mich nicht mit dem handeln? Warum nicht? Seid ihr bereit? Turm. Okay. Ja, wir haben jede Menge Scheiß gefunden, den wir nicht so wirklich brauchen. Jetzt ist die Frage. Das ist schlechte. Oh, Ritterrüstungshandschuhe. Wo sind denn meine Handschuhe? Platten. Gepolsterte irgendwas, ein Eisenschild, das wiegt nur mehr. Wow, wir haben tatsächlich mal ein Item bekommen. Nee, ich bin auch nicht so der Mensch, also meine Frau ist auch so drauf, ist jetzt nicht wertend gemeint. Ich meine, wer dafür, wenn das das Hobby ist, ich meine, Amulett der Stärke. Wer das machen will, kann dafür gern so viel Geld ausgeben, aber ich habe jetzt auch nur das iPhone SE. Wartet auf euch. Und ich brauch's halt nicht. Ich verkauf mal noch mehr, wobei, wir behalten die mal. Ja, eben genau, das meine ich. Ja, jeder hat so sein Geld oder ist ja auch gut für die Wirtschaft, dass sich das verteilt. Sonst würden alle Xbox kaufen und PlayStation und niemand Beauty-Produkte. Das ist schon alles so gut, dass das so ist. Ich will nämlich eigentlich diese Waffe hier unten haben. Ich weiß aber nicht, ob ich die eventuell. Ja, die nicht. Die hier. Oh, die kann ich mir sogar leisten. Jetzt muss ich logisch. Okay, ich habe 92.000 Euro, Euro vor allen Dingen, Gold. Ich weiß nicht, woher ich das überhaupt habe, aber wir denken nach. Also, die Waffe hat keinen Effekt, die ist nur schnell. Diese Waffe hat Blitzeffekt, das heißt, sie macht Blitzschaden und hat höheren Damage, wiegt weniger und kostet weniger Geld. Hä? Okay, fassen wir zusammen. Die Waffe ist teurer, macht weniger Damage, hat keinen Effekt und wiegt mehr. Oder die Waffe, die fast nur halb so viel kostet und Blitzschaden hat. Welche Waffe werde ich mir wohl kaufen? Ach, schwierig. Hä? Wieso sollte man sich diese Waffe kaufen? Ich glaube, der einzige Grund ist, du kannst, glaube ich... Sehe ich meine Skillpunkte irgendwo? Hier so eine Fähigkeit kaufen, oder? Streithammer, beidhändige Axt. Es ergibt absolut keinen Sinn, sich diese Waffe da unten zu kaufen. Ist das der Noob-Filter? Ja gut, ist halt die Frage, wie schnell sie ist, ne? Klar, aber... Ich meine, ich habe ja Geschwindigkeit geskillt. Ja, das heißt, wir müssen jetzt... Ich muss ein bisschen aufpassen. Meine Hauptwaffe verkaufen? Bis 52. Und selbst wenn ich gleich kein Geld mehr habe und mich hier komplett verkauft habe, ganz ehrlich, dann cheate ich. Es ist mir egal. Bis 117. Wie viele Tränke habe ich denn noch? Na, egal. Geht ungefähr noch so 2 Stunden. Also heute werde ich jetzt noch so 20 Minuten ungefähr spielen, denke ich mal. Und dann haben wir noch einen Stream, wo wir das ganz entspannt durchziehen. Geil, ich habe eine geile Waffe. Njum, njum, njum. Okay, dann bring mich mal da runter. Seid ihr bereit? Ach, ich bin jetzt schon in dem Turm drin. Ich weiß halt nicht mehr, wie lange das Spiel jetzt geht. Eventuell... Turm wartet auf euch. Könnte ich es auch jetzt durchziehen, ey. Hey, was muss ich denn? Ich habe die Dialoge nicht gelesen. Sollte ich vielleicht mal tun. Bereit? Jetzt Turm oder nie, ich bin bereit. Hört genau zu. Ihr könnt für kurze Zeit Wasser atmen. Nicht. Muss ich da jetzt reinspringen? Ah, oh, ich bin dumm, okay.
Vielleicht ziehe ich es auch heute jetzt einfach durch, ne? Ganz ehrlich. Ich weiß halt nicht, wie lang dieser Onyx-Turm noch ist, wie viele Ebenen der hat. Das müsste ich eigentlich, könnte ich eigentlich mal gerade googeln. Ich google das jetzt einfach mal. Aber 93.000 Euro in echt wäre natürlich nice. So, jetzt habe ich Twitch angemacht. Ich hoffe, man hört niemand anderem. Baldur's Gate Dark Alliance Walkthrough. Oder ich laufe halt einfach schnell durch und töte nicht alle Gegner. Das wäre die andere Alternative. Würde sich eigentlich, glaube ich, sogar anbieten, fast. Gibt es hier eine Komplettlösung irgendwo? Ach. Okay, hier ist einer auf Englisch. Im Textdokumentenstil. Ach du Scheiße. So, wir scrollen mal nach unten. Secrets brauchen wir nicht. Onyx Tower Level 3. Ja, ist doch noch. Ja, ich gucke mal, wie weit ich in 20 Minuten komme und dann entscheide ich einfach, ob ich dann heute das durchziehe oder noch einen Stream mache. Ich meine, wir müssen ja nicht hier hetzen. Okay, die machen mäßig Schaden, aber sind halt widerlich schnell, ne? Das ist halt... Boah, hier mit der alten Waffe, ey, ich wäre echt gar nicht weitergekommen, glaube ich. Halt der besagte Blitzschaden. Ja, aber wir töten jetzt, glaube ich, nicht mehr alle Gegner, weil... Können die auch Magie oder sind die nur kreisfliegende Gargoyles? Das wäre natürlich nice, wenn die nichts drauf haben. Okay, der Crit ist krass. Okay, mega Delay, ich sehe nichts. Das ist halt dann dieser... Also das weiß ich nicht, ob das früher auch so war mit dem Delay. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern als Kind, dass es da so krasse Delays gab. Was ist das für einer? Der sieht gefährlich aus. Aber die Kindheitserinnerung kann halt auch falsch sein. In meiner Kindheitserinnerung hat Tomb Raider 2 auch eine gute Grafik gehabt. Was kannst du? Okay, der ist mega langsam. Das ist schon mal gut. Okay, der kann überhaupt nichts. Nice. Der kann überhaupt nichts. Das freut mich. Aber wahrscheinlich machen die ultra viel Schaden, wenn die einem treffen, aber sie sind einfach so langsam. Wie Rudolf Scharping. Okay, scheiße. Die Gargoyles hauen schon rein. Also vorsichtig spielen. Das heißt, mehr als drei Gargoyles gleich tot. Ach, wieso müsst ihr so viel Schaden machen, meine lieben Gargoyles? Denken die sich wahrscheinlich auch bei mir. Ich würde gerne einmal testen, wie viel Schaden dieses riesige Ding da macht, aber ich fürchte, irgendwann werde ich so oder so rausfinden. Alter, die halten hier alle so viel aus, die Gegner. Das war auf jeden Fall echt schlau, mir nochmal eine neue sexy Waffe zu kaufen. Oh, stirb doch, du dämlicher Gargoyle. Niemand mag euch. Okay. Hallo, ich bin die Rudolf Scharping-Waffe. Ich bin so langsam, dass mich niemand treffen kann. Und ich halte auch absolut nichts aus. Okay. Also manchmal ist das Balancing der Gegner hier irgendwie ein bisschen merkwürdig. Oha, das könnte jetzt gefährlich werden.
Oh ja. Das gefällt mir nicht, wie viel Schaden diese Gargoyles machen. Die sind auch nicht gerade langsam. Guck mal, ihr könnt die schießen. Einfach immer wieder warten, bis sie sich zu Stein verwandeln. Aber das wollen wir ja nicht machen. So. Komm zu Papi. So, und irgendwo hier war doch noch eine Rudolf-Sharping-Wache da. Hallo. Für die jüngeren Zuschauer, die das vielleicht auch später auf YouTube gucken und die nicht wissen, wer Rudolf Sharping ist. Das ist ein Politiker, der sehr, sehr langsam redet. Ein ehemaliger Politiker, der sehr, sehr langsam redet. Ich glaube, der macht gar nichts mehr. Viele Gegner, ich glaube, ich kann das nämlich heute noch durchziehen. Merke nämlich gerade, wie meine Konzentration noch ein bisschen nachlässt und ich hänge fest. Scheiße, Alter. Nein, noch mehr Gargoyles. Okay, das wird jetzt krank. Widerlichen Dinger. Oh, was ist das denn? Gezackter Zweihänder. Naja, 27 Damage. Sieht aber nett aus. Ey, das ist so widerlich. Diese Gargoyles, die sind so... Also, die machen jetzt nicht so viel Schaden mit einer Attacke. Das hält sich noch in Grenzen. Aber die sind so... fluffig. Keine Ahnung. Oh Gott. Ich will nicht wissen, wie viel mich... Hallo Rudolf, kommst du hier hin? Ich hab Angst. Alter. Nein. Ich hoffe, dass ich hier nicht noch mehr Gegner pulle. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf... Scheiße, angewiesen. Welche Gegner sollen denn hier noch kommen? Okay, ich muss mal wieder zurück mich heilen. Alter, was ist das denn hier für ein Turm? Okay, den schaffe ich heute definitiv nicht mehr. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Dann machen wir noch ganz entspannt so 10, 20 Minuten und dann haben wir nächstes Mal noch... bisschen was vor uns, ne? Aber ich habe den Turm auch als sehr schwierig in Erinnerung. In meiner Kindheitserinnerung. Und auch als relativ lang. Guck mal, ich brauche hier schon fast 5 Minuten oder 10 Minuten, um einen Raum zu clearen. Ja, die Wache würde ich gerne... Okay, dann zieht mir nur die Hälfte meiner HP mit einem Schlag ab. Das ist ja... fast schon human. Wieso hält der jetzt so viel aus? Okay. Ich hab nichts gesagt. So, okay. Jede Menge Mana-Tränke, die wir nicht brauchen. Hervorragend. Und noch 10.000 Gargoyles. Nice. Wenigstens auf den Crit kann man sich verlassen, wenn er denn mal kommt. 200 Schaden, das ist schon echt nicht schlecht. So, ein Speicher... Ah, perfekt. Perfekt, das Spiel... Das macht das Spiel wirklich gut, immer so die Speicherpunkte an ganz guten Stellen zu setzen.
Das können sie. Boah, wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt mit einer Einhandwaffe durch. Da bräuchte ich ja 700 Jahre. Die Kreislaufmeter ist schon on point. Diese engen Gassen, ey, das ist... Wie soll man da denn in Ruhe im Kreis laufen, wenn es so eng ist? Aber hier gibt es auch viele Tränke, ne? Mehr als ich aktuell verbrauche, glaube ich sogar. Also ich bin mir auch nicht mehr sicher, also ich kann ja spoilern, das Spiel ist ja 100 Jahre alt. Also an den Endgegner erinnere ich mich noch. Sogar, oh Gott, nein. Sogar sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob davor noch ein Gegner kommt. Was ich aber weiß, ist, dass ich jetzt speichern werde. Boah, mir wird echt warm und meine Konzentration ist in the ass. Vielleicht schaffen wir ja zumindest noch diese Etage hier, aber ich glaube nicht. Also. So, wo waren diese Fallen? Ich habe sie eben kurz gesehen. Ich glaube da, ne? Ja, okay. Es werden nicht die letzten sein. Oh Gott, das ist ja fies mit Gegnern. Frage ist. Ah, ich glaube, ich sollte aufhören. Meine Konzentration ist so im Arsch. Ich meine, wir müssen ja sowieso nochmal hier rein und das wird noch ein bisschen dauern. Von daher lade ich mal den Speicherstand, dass ihr hier nicht diese Pfeile die ganze Zeit hören müsst. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal für heute Schluss. Eine Session brauchen wir noch, wie angedacht, aber wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Wir sind im Onyx-Turm-Keller und es gibt auch noch drei Passagen, habe ich ja eben schon gespoilert. Also wir werden einen Stream noch brauchen und das wird auch, glaube ich, ein sehr anstrengender Stream werden. Ja. Von daher heben wir uns mal die Energie auf und gönnen uns jetzt eine Pizza. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, je nachdem. Und ja, genau. Guten Rutsch ins Wochenende, frohe Weihnachten, frohe Ostern, fröhliches Hanukkah, was auch immer. Macht's gut. Tschüssi.